Einen schönen guten Abend, heute Abend, Freitagabend. Schön, dass Sie da sind zu der Veranstaltung unter dem Motto Hildegard von Bingen, eine mutige Frau des 11. Jahrhunderts, zu der ich Sie recht herzlich im Namen der Linken Sachsen begrüßen darf. Mein Name ist Jens Töricht vom Landesvorstand der Linken in Sachsen. Als Referenten haben Platz genommen in der Mitte Heide-Rose Kless, Landtag, gleichstellungspolitische Sprecherin der Linksfraktion in Sachsen, rechts daneben die Sprecherin von Lisa, Elke Altmann. Und auf der linken Seite begrüßen wir Gregor Janik, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Religion und Weltanschauung der Linken. Ein spannendes Thema, denke ich, was man so in dieser Konstellation vielleicht der Linken nicht zugetraut hätte, aber was natürlich zeigt, dass unsere Partei vielseitig ist. Und von daher wünsche ich uns allen einen interessanten Abend und übergebe das Wort an Heide-Rose Kless. Ja, wir freuen uns, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Als wir diesen Abend geplant haben, mussten vorher natürlich viele E-Mails verschickt werden und immer hin und her gemailt und geschrieben. Und wir haben zu Hause eine Freundin in Bayern, die heißt Hildegard. Und es kamen natürlich viele E-Mails immer mit Betreff Hildegard, Betreff Hildegard. Mein Mann fragte, was hast du denn andauernd mit unserer Hildegard zu tun? Ich musste ihm dann erklären, dass es nicht unsere Hildegard aus Bayern ist, sondern dass wir uns damit beschäftigen. Und ich erntete etwas Unverständnis. Denn für uns hier im Osten, die Älteren, war das erstmal gar kein Begriff. Aber ich glaube, gerade in der letzten Zeit wurde dann Hildegard von Bingen doch eine Person, die man mit Fleisch und Blut sehen konnte, in dem wunderbaren Film von Margarete von Trotta, jetzt zu Ostern nochmal wieder aufgeführt im Fernsehen, die aber auch in vielen anderen Erzählungen, Geschichten und Veranstaltungen uns nahegebracht wurde. Als ich meiner Freundin Hildegard in Bayern das erzählte, ich glaube, die ist fast aus den Latschen gekippt. Ihr beschäftigt euch mit Hildegard von Bingen. Das ist aber toll. Und von der Seite her denke ich, ist es sehr richtig, dass wir uns mit so einer Frau beschäftigen, die so vielseitig ist und die, ich sage es jetzt als Gleichstellungspolitikerin, die sicherlich eine Vorkämpferin für Gleichstellung in ganz Deutschland gewesen ist. Ich denke, wir werden ganz interessante Dinge von ihr heute erfahren. Meine beiden Gesprächspartnerinnen sind schon vorgestellt worden. Einmal aus gleichstellungspolitischer Sicht die ehemalige Landtagsabgeordnete Elke Altmann, die also sehr die AG der Frauen vertreten wird, aber auch so einen kleinen Schlenker immer ins Ökologische macht, weil sie auch in unserer ökologischen Plattform sehr tief verankert ist. Und natürlich Gregor Janik, der sich sehr in der AG Religion und Weltanschauung einbringt. Wir werden gemeinsam die Hildegard uns erarbeiten. Wir werden mit kleinen Filmchen das auch untermalen. Und ein Wermutstropfen, den muss ich Ihnen in Ihre Getränke schütten. Unser Uwe X, der singende Pfarrer, hat heute früh angerufen und abgesagt wegen einer sehr starken Erkältung. Wir haben aber eine Aufzeichnung auch mit. Wir werden also auch Video entsprechend einspielen können und die entsprechende Umrahmung machen. Deswegen ein bisschen viel Technik heute hier, aber ich denke, das wird schon klappen. Sicher haben Sie nichts dagegen, dass wir einiges von unserer Veranstaltung heute auch aufzeichnen, denn wir wollen auch anderen in Sachsen übers Internet dann zeigen, womit die Sachsen in der Oberlausitz, die linken Sachsen in der Oberlausitz, sich auch beschäftigen. Also alle herzlich willkommen und ich denke, es wird ein angenehmer Abend. So, wir haben heute sehr viele Gäste aus Löbau, wir haben Gäste aus Bautzen, wir haben aus Zittau oder dahinter aus Olbersdorf Gäste, wir haben ja aus Kuhnewalde sehr viele Anwesende, aber wir freuen uns ganz besonders, dass auch der Bürgermeister der Gemeinde Kuhnewalde hier zu unserer Veranstaltung gekommen ist. Herr Mordeler, ganz herzlich willkommen. Liebe Elke, die Hildegard von Bingen, eine interessante Person,
Ich denke, du solltest uns allen erstmal ein bisschen ihr Leben vorstellen. Bitte. Ganz sehr am Leben von Hildegard von Bingen zu bleiben, noch keine Ausflüge in die Ökologie zu machen. Wir werden danach noch ins Gespräch kommen. Und das, was Sie bestimmt alle am meisten von der Hildegard von Bingen kennen, dass sie uns Naturheilkunde, ganzheitliches Umgehen mit seinem Körper, Leben in und mit der Natur, dass sie uns das auch wieder für unsere heutige Zeit nahegebracht hat. Darüber kommen wir vielleicht später noch ins Gespräch. Hildegard von Bingen lebte von 1098 bis 1197, also vor sehr, sehr langer Zeit. Sie gilt als die erste, jedoch nicht als eine typische Vertreterin der deutschen Mystik des Mittelalters. Und meiner Meinung nach ging sie als Frau einen zu jener Zeit wirklich sehr ungewöhnlichen, erfolgreichen und auch sehr selbstbewussten Weg. Da ihr Leben schon fast 900 Jahre zurückliegt, sind gerade aus ihrer, über ihren Geburtsort, von ihrer Familie, von ihrer frühen Kindheit und auch aus der Zeit, in der sie in das Kloster eingetreten ist, sind wenig Fakten überliefert. Oder sie sind sogar sehr widersprüchlich dargestellt. Und ich denke, das hat ganz einfach einmal was damit zu tun, dass es eben schon 900 Jahre her ist, dass vieles, was über sie damals festgehalten wurde, wenn was festgehalten wurde, immer wieder neu abgeschrieben, überarbeitet wurde. Und ein zweiter Grund, dass gerade über diesen Teil ihres Lebens, Geburtsort, Familie und frühe Kindheit, so wenig vorliegt, ist auch, es war für Hildegard von Bingen nie wichtig, über sich selber zu reden. Für ihr Selbstverständnis auch als Prophetin, da komme ich nachher noch drauf, damit war es nicht wichtig, über sich und über ihre Familie was zu schreiben, sondern den Leuten das, was ihr aus dem Licht in ihren Visionen wiedergegeben wurde, das festzuhalten und der Nachwelt weiterzugeben. Über ihren Geburtsort zum Beispiel, wenn man sich dafür interessiert, kann man gleich drei verschiedene Aussagen kriegen. Oder so eine ganz vage, ihre Heimat habe im linksrheinischen Gebiet des Heiligen Römischen Reiches gelegen. Mehr erfährt man darüber nicht. Ähnlich ist es auch bei ihrer Familie. Und dort habe ich mich über die Aussagen über ihre Familie, habe ich mich dann entschlossen, mich auf die Aussagen Wilberts von Gemblocks zu konzentrieren sozusagen, da es dort auch wieder so viele unterschiedliche Aussagen gibt. Er ist von 1177 bis 1197, ist er ihr sozusagen ihr Sekretär, ihr Vertrauter gewesen, der Mensch, der auch an ihre Biografie zu diesem Zeitpunkt dann etwas intensiver geschrieben hat. Und bei ihm kann man lesen, dass Hildegard als das zehnte Kind einer adelsfreien Familie, der zwei adelsfreien Hilbert und Mechthild geboren wurde. Einer ihrer Brüder war um 1175 Propst im Kloster seiner zu diesem Zeitpunkt dann sehr berühmten Schwester. Auch einige hohe geistliche Würdenträger sind mit Hildegard verwandt. Hildegard war sich dieses Standes und ihrer Herkunft Zeit ihres Lebens durchaus sehr wohl bewusst. Und hat auch diesen Stand und auch die familiären Verbindungen zu einflussreichen Leuten und Würdenträgern dieser Zeit auch immer, wie gesagt, sehr selbstbewusst für ihren eigenen Weg genutzt. Über ihre Kindheit können wir lesen, dass sie schon in sehr jungen Jahren eine frühe und große Reife gezeigt hat. Schon in der Zeit hat sie alles Fleischliche abgelehnt, also war schon in der Zeit voll auf Gott konzentriert sozusagen, also voll in ihrer Zeit, sage ich mal damit.
Eine zweite Sache, die von ihr bekannt ist, ist, dass sie als Kind oft auch isoliert gewesen ist, weil sie sehr oft krank gewesen ist. Es gibt dort den Spruch, sie konnte nur selten ihre Beine gebrauchen. Also sie ist wirklich sehr häufig krank gewesen. Und später hat sich für sie dann herausgestellt, dass diese Krankheit, diese immer wieder aufs Krankenlager sozusagen gebracht oder geworfen zu werden, hat sie das dann so für sich interpretiert, dass das dann auch was mit dem zweiten außergewöhnlichen Erlebnis zu tun hatte, das sie in ihrer Kindheit, in ihrer frühen Kindheit hatte. Dort lese ich einfach mal was vor. Hildegards Kindheit ist von einer weiteren außergewöhnlichen Erfahrung geprägt. Und jetzt Zitat Hildegard von Bingen: In meinem dritten Lebensjahr sah ich ein solch großes Licht, dass meine Seele erzitterte. Aber wegen meiner Kindheit vermochte ich nichts davon vorzubringen. Später schrieb sie, habe sie sich ihrer Amme anvertraut und diese gefragt, ob sie, abgesehen von den äußerlich sichtbaren Dingen, noch irgendwas sehe. Als diese verneinte, erkannte Hildegard, dass diese innere Schau etwas Außergewöhnliches und allein für sie wahrnehmbar war. Daraus ergibt sich, dass die Hildegard als kleines Mädchen, als Kind, zumindest bis zu ihrem 14. Lebensjahr, ein zutiefst verunsichertes Kind war. Also keine nur fröhliche Kindheit. Im Leben der Hildegard von Bingen haben so etwa ab ihrem 14. Lebensjahr zwei Frauen eine ganz besondere Rolle gespielt. Das war einmal die Jutta von Sponheim. Auch sie stammt aus einer adligen Familie, die mit der Familie Hildegards befreundet war. Im Jahr 1112 wurden beide, Hildegard und auch die Jutta, ins Kloster Diese-Bodenberg aufgenommen. Hildegard war damals 14 und Jutta 20. Obwohl Jutta nur 6 Jahre älter war, wurde sie zur Lehrerin und Vertrauten von Hildegard. Im Kloster Diese-Bodenberg wurde die Jutta von Sponheim die Lehrerin aller Mädchen, die dort aufgenommen worden sind, in die Klause. Auch der Jutta teilte die Hildegard ihre Vision mit und fand dort endlich eine Person, mit der sie darüber offen reden konnte. Die Freundschaft und die Vertrautheit und dass Jutta ihre Lehrerin sein konnte, ging leider nur bis 1136, da Jutta dort schon im Alter von 44 Jahren gestorben ist. Sie hatte so viel Vertrauen zu Hildegard, dass sie die Nachfolge als Lehrerin der Mädchen dort im Kloster angetreten hat. Hildegard hat in dieser Zeit sehr viel gelernt. Sie ging aber auch in dieser Beziehung ihren eigenen Weg. Die Jutta von Sponheim hatte sich so weit auf Gott eingelassen und auf die auf das Übliche in dieser Zeit, dass sie der Meinung war, durch besonders starke, oft übertriebene Askese, durch Selbstzüchtigung, sie trug, sagt man sogar, ständig eine Kette am Leib, dadurch müsste sie sozusagen Jesus Christus nacheifern und damit Gott ganz besonders gefällig sein und dass Gott das will. Dort hat Hildegard das erste Mal, und das macht sie für mich auch wieder besonders, eine völlig andere Meinung. Hildegard sagt, und dort kann ich auch wieder zitieren, der Herr will nicht, dass wir unseren Körper zerstören. Und da sage ich wieder, warum soll er das auch wollen, wenn er die Menschen liebt? Und das ist für mich so das Erste, wo die Hildegard ihren eigenen Weg gegangen ist, als sie Lehrerin dann im Kloster Diese-Bodenberg gewesen ist, hat sie alles, was von der Jutta sehr streng gewesen ist bei den Mädchen, Gebetszeiten, besonders lange Gebetszeiten, ganz besonders strenge Auswahl beim Essen und lauter solche Sachen hat sie wieder gelockert und hat sich damit dann auch wieder bei ihren kirchlichen Vorgesetzten
ist sie dort angeeckt, sage ich mal, wie man es heute sagen würde. Sie hat auch aus dieser Tätigkeit, dass sie dann dort die Lehrerin war, wieder neues Selbstvertrauen erlangt und hat 10 Jahre später, also etwa 1147, hat sie sich zu dem wieder sehr mutigen und selbstbewussten Schritt entschlossen, mit ihren Visionen an die Öffentlichkeit zu gehen. Und es hat, sie hat dort einen Brief geschrieben, und Briefe waren damals öffentliches Mittel der Kommunikation. Briefe sind, waren damals nicht so wie heute, dass einer einem anderen Brief schreibt und bei dem bleibt er auch. Briefe wurden dann auch über den Empfänger hinaus oft bekannt. Und dieser Brief hat Papst Eugen III. Erreicht, hat über andere, die ihm auch dann, die ihm auch von Hildegard und von ihren Visionen erzählt haben, hat dazu geführt, dass 1148 etwa, also innerhalb eines Jahres dann sozusagen, der Papst offiziell ihr die Erlaubnis gegeben hat, über ihre Visionen zu sprechen, die öffentlich zu machen. Und damit begann dann sozusagen ein ganz wichtiger Punkt in ihrem Leben, dass sie dann diese 3 wichtigen theologischen Werke geschrieben hat und dass sie auch als Reisepredigerin rumgezogen ist, dass sie einfach mit dem, was für sie wichtig war, auch an die Öffentlichkeit gegangen ist. Etwa zur gleichen Zeit, auch etwa um 1157, ergibt sich eine weitere Wende und für diese Zeit und für eine Frau was Besonderes in ihrem Leben. Dort hat sie nämlich Umzugspläne. Und sie möchte, da es dort in ihrem Kloster, in das sie gekommen ist und in dem sie eigentlich hätte ihr ganzes Leben bleiben müssen, so wie die Regeln sind, wurde es einfach sehr eng. Es wurde schon über Erweiterung nachgedacht und Hildegard von Bingen möchte aber mit den Frauen, die so ein bisschen ein Anhängsel des Mönchsklosters gewesen sind, möchte dort ausziehen in ein eigenes Kloster. Wird ihr erstmal auch wieder verwehrt, weil wenn Hildegard aus dem Kloster weggegangen wäre, wäre auch ganz viel Ansehen des Klosters. Die haben inzwischen auch von ihr gelebt, von ihrer Popularität, sage ich mal, auch wieder in heutiger Sprache. Und natürlich auch von ihrer Mitgift. Die wäre ihnen dann auch verloren gegangen, ne? Also was ihre Eltern ihr mit ins Kloster gegeben haben, sozusagen. Sie hat das aber durchgesetzt, dass sie weggehen konnte. Und da kommt dann schon noch nicht ganz mittelbar, so ein bisschen unmittelbar, die zweite wichtige Frau in ihrem Leben ins Spiel. Und zwar eine Richardis von Stade. Diesmal ist es aber noch die Mutter, an die Hildegard sich wendet. Und sie hilft ihr, dass sie es gegen ihre kirchlichen Vorgesetzten durchgesetzt kriegt, dieses Kloster zu verlassen mit ihren Nonnen. Zu diesem Zeitpunkt ist Hildegard von Bingen schon fast 50 Jahre alt. Und als sie die Erlaubnis hat, macht sie sofort los. Und für mich ist es eine unglaubliche Leistung, denn was sie dort leisten muss, tritt sie dort als Bauherrin auf, als Organisatorin, sozusagen als Managerin. Und sie baut innerhalb von etwa 3 Jahren organisiert sie, dass ein völlig neues Kloster, das Kloster Rupertsberg, ihr erstes eigenes Kloster, entsteht. Auch dort lässt sie wieder ihre Beziehung spielen. Sie findet aus ihrem kirchlichen und weltlichen Verwandten- und Bekanntenkreis schnell viele Förderer, dass sich das auch finanziell umsetzen lässt. Und schon 1150 zieht sie mit 18 oder 20 Nonnen, auch das weiß man wieder nicht so genau, in ihr erstes eigenes neues Kloster, in dem sie dann Äbtissin ist. Es gibt mehrere Gründe, warum sie das auch wollte. Hat sie nicht nur gemacht, weil es zu eng war, zu eng wurde dort, sie wollte auch unabhängiger sein, weil sie eben immer der Meinung war, dass man nichts übertreiben soll, dass man in allem Maß halten soll und auch in den, oh, jetzt muss ich mal wieder gucken, also auch in den
in den Regeln des, der, jetzt gucke ich mal dich ein bisschen an, Gregor, in den Regeln der Benediktiner, habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Ja, in den Benediktinerregeln auch. Das wollte sie, dass das einfach nicht übertrieben wird. Ja, und da sie sich jetzt als Visionärin sozusagen auch selber akzeptiert hatte, wollte sie an einen Knotenpunkt der Handels- und Verkehrswege. Und genau das ist Aibingen gewesen, wo ihr Kloster Robertsberg entstanden ist. Ja, und auch dieses Kloster wurde schon nach 15 Jahren zu klein, weil sie sich einen so guten Ruf bei vielen adligen Familien erarbeitet hatte, erlebt hatte, sage ich mal, dass ihr Kloster erste Wahl für viele adlige Familien gewesen sind. Schon 1175 kaufte sie noch ein zweites Kloster dazu. Ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Robertsberg ist nicht Aibingen, nämlich das ist genau das Kloster, was sie... Ja, Aibingen ist das zweite Kloster. Und dann auch noch das Besondere, also ihr erstes Kloster, Robertsberg, hat auch... Es hat richtig floriert, denen ging es richtig gut, denen ging es auch materiell richtig gut. Die haben dort ein gutes Leben geführt, die Nonnen, und damit haben sie auch Neider gehabt unter anderem und sind auch kritisiert worden dafür und unter anderem auch kritisiert worden dafür, dass, was aber zu dieser Zeit völlig üblich war, dass nur adlige Töchter in das Kloster aufgenommen wurden. Dort zeigt sich für mich auch, dass die Hildegard von Bingen auch, naja, geistig beweglich und weiter sich entwickeln konnte. In ihrem zweiten Kloster konnten auch nicht adlige Töchter aufgenommen werden. Parallel zu dem, was sich hier abgespielt hat, ihr erstes Kloster gründen, auch dann noch ein zweites mit dazu erwerben sozusagen, spielt sich eine Geschichte in ihrem Leben ab, die dann mit der Tochter von der Ricardis von Stade zu tun hat, von dieser adligen Frau, die ihr geholfen hat, ihr erstes Kloster aufzubauen. Die Tochter, die gleichnamige Tochter, Ricardis von Stade, ist Hildegards ganz enge Vertraute gewesen. Und dort zeigt sich für mich ganz deutlich etwas ganz Menschliches an der Hildegard von Bingen. Dass auch so eine Frau, die das alles leisten kann, dieses Kloster zu errichten, die Visionärin ist, die hoch anerkannt ist inzwischen in ihrer Zeit, dass sie einfach auch nur ein Mensch ist. Sie hat zu dieser Ricardis von Stade eine ganz besonders starke Zuneigung und sie nennt es sogar selber Liebe entwickelt, eine ganz tiefe Verbindung zu einem Menschen und kann diesen Menschen einfach nicht loslassen. Weil schon 1151 bittet Ricardis, das Kloster verlassen zu dürfen, weil sie in einem anderen Kloster Äbtissin werden könnte. Und Hildegard will sie einfach nicht loslassen. Sie setzt alles Mögliche, also ich sag mal Himmel und Hölle, setzt sie in Bewegung, um die Ricardis zu halten. Es gelingt ihr nicht, man muss sie ziehen lassen und das verschmerzt sie eigentlich bis an ihr eigenes Lebensende nicht. Ja, und das macht für mich die Hildegard von Bingen sehr menschlich. Ja, das sind schon fast die wichtigsten Stationen ihres Lebens. Was für mich aber dort auch noch mit reingeht, achso, nee, eine Sache noch. Sie ist fast bis zu ihrem Lebensende ist sie nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Vielleicht wollte sie das auch gar nicht. Im Jahre 1178, ein Jahr vor ihrem Tod, musste die damals 80-jährige Äbtissin des Robertsberges sich einem letzten Kampf stellen, der sowohl sie als auch ihr Kloster zu schädigen drohte. Sie hat sich doch einfach getraut, einen exkommunizierten Adligen auf ihrem Friedhof zu begraben. Und sie sollte gezwungen werden, dass der dort wieder ausgebuddelt wird, und weil ein Exkommunizierter darf eben nicht auf einem kirchlichen Friedhof begraben werden. Ja, auch das hat sie wieder geschafft. Ich sage mal, sie hat sich dem nicht gebeugt,
Sie hat den dort nicht wieder runtergenommen. Sie hat es durchsetzen können, also ihre Meinung, dass der Grund, warum er exkommuniziert worden ist, schon richtig war, aber dass er das auch wieder, sie sagt, eben durch Beichte abgegolten hat. Sie hat sich auch dort wieder durchgesetzt. So, und was für mich noch als letztes, was ich jetzt als letztes noch ansprechen möchte, was für mich auch ganz wichtig war, je selbstbewusster und erfolgreicher Hildegard von Bingen gewesen ist, desto mehr hat sie sich auch in die Außenwelt, sage ich mal, eingebracht und hat mit vielen hochgestellten Persönlichkeiten korrespondiert, geschrieben. Und da ist der bekannteste ist wahrscheinlich Friedrich der Erste Barbarossa, mit dem sie offensichtlich beraten hat und der sich auch von ihr beraten hat in seiner Amtsführung und sie hat ihn auch kritisiert. Andere wichtige Persönlichkeiten, mit denen sie kommuniziert hat, war Bernhard von, oh Gott, von Clairvaux. Von dem Papst Eugen III. Habe ich vorhin schon erzählt. Papst Alexander III. War darunter. Die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier. Und auch weltliche Personen, das englische Königspaar, die byzantinische Kaiserin und auch mit nicht-adligen Laien. Also sie ist auch richtig ins Leben rausgegangen. Ja. So viel. Dankeschön. Also ich glaube, wir haben jetzt sehr viel Interessantes über die Hildegard gehört, was für ein Mensch sie war, was für eine Frau sie war. Ich glaube, wir sollten ihre Zeit noch etwas näher beleuchten und eventuell Hildegard auch nochmal versuchen, aus theologischer Sicht zu betrachten. Sicher, Gregor, weißt du, dass mir das immer etwas schwerer fällt und deswegen freue ich mich, dass du dich bereit erklärt hast, diesen Part zu übernehmen. Ich weiß, dass du dich da sehr intensiv damit beschäftigt hast und ich glaube, es wird auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant sein, diese Blickweise, diese Sichtweise, aber auch diese Zeit etwas genauer einordnen zu können, denn das ist ja doch schon sehr lange her. Ja, es ist natürlich jetzt so, dass hier auch mal so einige Sachen zur Sprache kommen, die ich jetzt nochmal streifen kann, weil gehen wir davon aus, dass die meisten nicht theologisch vorgebildet sind. Und ich muss da auch ein bisschen was voraussetzen. Also man muss halt eins sehen. Also ich würde Hildegard mal ganz vorsichtig als eine konservative Revolutionärin bezeichnen. Ich weiß, dass der Begriff ist leider in der Vergangenheit mal missbraucht worden. Aber es ist halt so, sie hat durchaus sehr konservative Züge, die aber gerade dadurch, dass sie das bewahren will oder wieder eigentlich zu den Quellen zurückkommen will, dann sie auch wieder sehr revolutionär machen. Also man muss halt einfach sehen, in der damaligen Zeit, 1000 etwa, war das durchaus üblich, dass adlige Kinder ins Kloster gegeben worden sind. Die Klöster haben natürlich damals eine ganz andere Stellung gehabt als heute. Also das gesamte Bildungswesen lief bis etwa diese Zeit über die Klöster. Die Hochschulen waren gerade erst im Entstehen und wurden also auch ziemlich beargwöhnt, muss ich mal sagen. Es gab sogar Streit, also Bernhard von Clairvaux, der Name fiel schon, war also einer der ganz großen Theologen der Kirche, der, sagen wir mal, diese mystische Theologie vertrat. Und zu dieser Zeit kam schon die Schultheologie auf. Der Unterschied könnte man vielleicht sagen, die mystische Theologie spricht mit Gott und die Schultheologie spricht über Gott. Also das ist halt, war schon damals ein Streitpunkt. Und die Universitäten gab es, wie wir sie heute kennen, so noch nicht. Auch das gesamte Heil, das Heilwissen, das Wissen um die um Kräuter, die Wirkung von Kräutern oder auch anderen Elementen, war eben auch ganz stark im Kloster, in den Klöstern konzentriert. Und man kann Hildegard auch nur verstehen, wenn man sie versteht, als Nonne, die nach der Regel des Heiligen Benedikt lebte. Und das wurde vorhin schon angedeutet. Im Grunde genommen hat Hildegard, man muss anders anfangen und sagen, der Heilige Benedikt hatte die Regelung so 500 etwa geschrieben.
ist eine Regel, die sich dadurch auszeichnet, dass sie das Maß betont, also immer das rechte Maß. Also Benedikt sagt, man darf die Leute nicht überstrapazieren, die hierher kommen, man darf sie nicht unterfordern, aber auch nicht überfordern. Und man hat einfach im Laufe der Zeit im frommen Eifer, wenn ich es mal vorsichtig, mal ganz theologisch auch mal ein bisschen böser sagen, gemeint, man müsste es also übertreiben. Je härter man sich sozusagen an die Kandare nimmt, desto wohlgefälliger wäre man Gott. Also diese, seit ihrer Lehrmeisterin, Jutta von Sponheim, also Elke hat das schon gesagt, hat das eben übertrieben und sich damit zugrunde gerichtet. Und Hildegard kehrt eigentlich zurück zu den Quellen. Kehrt zurück zu den Quellen, zu dem, was Benedikt gesagt hat. Nach dieser Benediktsregel lebten die Klöster damals. Und da muss man eben sagen, das war insofern wieder ein revolutionärer Schritt, weil das einfach wieder als ungewöhnlich galt, mal zu den eigenen Quellen zurückzukehren. Und das ist schon, das muss man mal sehen. Und das ist natürlich doppelt, und das macht die Sache interessant. Insofern ist Hildegard tatsächlich eine ausgesprochen emanzipierte Frau. Es war natürlich ein doppelt, interessanter Schritt, vielleicht auch anstößiger Schritt, dass es eine Frau sagt. Im Grunde hätte man ja eigentlich erwarten müssen, dass einer der schlauen Theologen aufsteht und sagt, naja, also Leute, ihr übertreibt denn das? Das ist ja nicht im Sinne der Regel, die wir uns, nach der wir leben wollen. Nicht, dass eine Frau das sagt, ist das Interessante an dieser Sache. Und man muss natürlich sehen, diesen ganzen geistesgeschichtlichen Hintergrund. Das Zweite, was noch viel interessanter ist und was so leider in den Biografien, auch in den Filmen, der an sich so sehr gut ist, wir werden noch ein Stück sehen, leider zu kurz kommen, ist, dass das Mittelalter nicht so finster war, wie es dargestellt wird. Also in den meisten, sagen wir mal, in den meisten Köpfen haben wir immer so ein bisschen ein Vorurteil, Mittelalter finster, da haben die also mehr oder weniger alle im Dunkeln bei Kühlspaden zum rauchender Funzel da im Trüben gesessen und waren alle auch ein bisschen, naja, unterbelichtet wahrscheinlich und so stellt man sich das vor, nicht? Und böse finstere Gestalten und auch im Kopf alles ein bisschen unterentwickelt. In der sehr interessanten Biografie von Barbara Beuys über Hildegard wird der zeitgeschichtliche Hintergrund sehr gut ausgeleuchtet. Die Zeit, in der Hildegard gelebt hat, ist eine durchaus helle Zeit. Es ist nämlich eine Umbruchszeit, sowohl wirtschaftlich, weil also neue Methoden des Ackerbaus aufkommen, auch die Bevölkerung vermehrt sich und man findet auch wieder zu den Quellen zurück. Der Bildungshunger steigt. Es wird wieder mehr gelesen, es wird wieder geschaut, was sind die Quellen unseres europäischen Geistesgeschehens, nämlich Aristoteles zum Beispiel. Es ist auch die Zeit, insofern wieder ein dunkles Kapitel, die Kreuzzüge, die aber wieder eine andere Seite haben, nämlich dass aus dem Orient das gesamte Wissen des Ostens wieder auch in den Westen gekommen ist. Das war nämlich verloren gegangen. Und in dieser Umbruchszeit lebt Hildegard, insofern ist es eine helle Zeit. Also heller als sich so das gemeine Vorurteil das vielleicht denkt. Es ist eine Aufbruchszeit. Und es ist eben auch eine religiöse Aufbruchszeit, weil nämlich, das ist sehr interessant in dieser Zeit, auch für damals ungewöhnlich, aber es gibt ein sehr gutes biblisches Beispiel, aber vielleicht waren auch manche Kirchenmänner nicht so ganz bibelfest, weil nämlich die Frau eine neue Stellung bekommt. Es gibt dort also die Erscheinung der Doppelklöster, die als Vorsteher nicht einen Mann, sondern eine Frau haben. Das ist also auch zur Zeit Hildegard, sie ist da nicht die Einzige, das muss man mal so dazu sagen. Auch natürlich ein Novum. Hätten aber die Herren Theologen mal in ihre Bibel geschaut, leider war auch die Bibelkenntnis mancher Theologen damals, auch vor Luther, noch nicht so gut, bei manchen ja, bei manchen nein, dann hätten sie eine sehr interessante Geschichte gefunden, die eigentlich fast auf Hildegard passt. Das ist nämlich die Geschichte aus dem Alten Testament der Richterin Deborah, die also im Alten Bund, auch in einer Krisenzeit, sozusagen die Führerin des israelitischen Volkes ist und so auch dieses Volk sehr erfolgreich gegen ihre Feinde zu Felde führt. Zwar zieht sie selber nicht die Rüstung an, das lässt sie dann einen Mann machen, aber der Mann macht das auch nur, weil sie hinter ihm steht. Und da ist es interessant, wenn man mal sieht, es gibt ja sehr schöne Miniaturen von Hildegard, wo sie also die Vision empfängt und neben ihr gegenüber steht ein Mönch, der die aufschreibt.
Also man sieht ganz deutlich, dass das Schwergewicht hier bei Hildegard liegt und der Mann eigentlich etwas zurücktritt. Und das ist eigentlich die Konstellation, die man im Alten Testament schon bei der Deborah findet, im Buch der Richter. Naja, und das muss man mal sehen, das sind natürlich Dinge, die sind verloren gegangen. Und dadurch, dass Hildegard diese Dinge wieder zum Klingen gebracht hat, ist sie natürlich schon auch revolutionär. Und ich denke mal, das ist auch ein sicher Paradigma für unsere Zeit, dass viele Dinge, die wir heute als ungewöhnlich empfinden, eigentlich als revolutionär empfinden, eigentlich nur das sind, was uns auch häufig verloren gegangen ist. Da kommen wir vielleicht daher nochmal drauf bei den praktischen Anwendungen. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, warum wir als Linke heute mal so eine Veranstaltung machen. Denn eigentlich ist die Wurzel auch des Sozialismus ja eigentlich zumindest eine Wurzel auch das Christentum. Aber das scheint heute auch bei vielen wieder in Vergessenheit geraten zu sein. Man muss sehen, Hildegard ist natürlich eine Visionärin. Also ihre Lehre, kann man nicht sagen. Also sie hat keine explizite Lehre in dem Sinne. Sie trifft zwar Aussagen, aber die sind jetzt keine Dogmatik, es ist kein dogmatisches Lehrbuch. Also Hildegard hat kein dogmatisches Lehrbuch geschrieben, mit dem man jetzt Theologiestudenten im ersten Examen traktieren könnte. Hildegard ist eine Visionärin, sie hat Visionen. Und diese Visionen deutet sie aus. Es ist allerdings so, dass alle ihre Visionen der Lehre der Bibel und auch der Kirche nicht entgegenstehen. Also es ist so, dass damals der Papst Eugen III. Diese Vision hat vorlesen lassen auf einem Konzil, wobei man sagen muss, er ist ein Schüler Bernhard von Clairvaux gewesen und gewisserweise auch von ihm abhängig. Und Bernhard von Clairvaux war damals der mächtigste geistliche Mann Europas, der also auch durchaus Päpsten gesagt hat, was richtig und was falsch ist. Und die haben dann auch darauf gehört. Und dieser Bernhard von Clairvaux hat also die Schriften der Hildegard gelesen und war zu dem Ergebnis gekommen, dass diese also wirkliche, echte, von Gott herkommende Visionen sind. Und damit sind diese Visionen als sogenannte Privatoffenbarung von der Kirche anerkannt worden. Das heißt, es ist jetzt nicht eine dogmatische Lehre, die jetzt hier auf irgendeinem Konzil verkündet wird oder über den ein Konsens besteht, sondern es sind Eindrücke, die im Grunde genommen die Bibel nochmal erklären. Hildegard sagt das selber an einer Stelle, also dass sie ein großes Licht empfangen hat und von einem großen Licht umgeben ist und ihr in diesem Licht also die Visionen erscheinen und dass ihr, nachdem sie dieses Licht empfangen hat, auch die Stellen in der Bibel, die ja bisher unklar waren, klar werden. Es ist wieder ist im Grunde genommen eine Ausfaltung dessen, was schon offenbart ist. Ein kleiner Schwenker, die Hildegard hat auch heute einen ganz großen Fürsprecher. Man kann jetzt über ihn halten, was man will, aber da hat er sicher mal einen guten Griff gemacht, nämlich der heutige Papst, der jetzt hier Papst, hat sich schon als Theologieprofessor mit Hildegard sehr intensiv beschäftigt. Und hat also inzwischen auch hat auch mehrere Reden gehalten, kann man im Internet sich anschauen, die sind sogar auch sehr gut, muss ich mal sagen, also auch theologisch sehr feine Sache. Und er hat auch dafür gesorgt, dass Hildegard nun also offiziell die Heiligsprechung zuerkannt bekommen hat. Sie ist eigentlich immer schon so gehandelt worden und diese ganzen juristischen Formalien sind da einfach im Mittelalter mal so ein bisschen untergegangen. Was man noch sagen muss, Hildegard ist eine Frau, die sowohl von ihrer Vision her, also von ihren Visionen her, als auch von ihrer Prägung als Benediktinerin zu einer Aufwertung der Schöpfung kommt. Das ist für die damalige Zeit auch ungewöhnlich. Man hat also so ein bisschen dieses dualistische Denken verinnerlicht gehabt, also der Geist ist gut, der Körper ist schlecht. Die Schöpfung ist eigentlich etwas, was, naja, sagen wir mal, minderwertig ist, so ein notwendiges Übel, das man eben hat, ist so das Jammertal. Und das stimmt ja nicht. Das ist also muss man mal deutlich sagen, das ist keine biblische Theologie. Das ist einfach eine Karikatur. Und Hildegard kommt eigentlich wieder dazu, dass sie die Schöpfung aufwertet und damit natürlich auch
das Heilwissen, was das sozusagen geruht hat, was latent vorhanden war, wieder aktiviert. Also ihre heilkundlichen Werke, die sich ja sehr stark auch mit den Ursachen der Krankheit beschäftigen, die jetzt, sagen wir mal, nicht im heutigen Sinne ein medizinisches Lehrbuch sind. Das wurde dann, das kann man so nicht sagen, aber die sich mit den Ursachen der Krankheit beschäftigen, dass der Mensch aus dem Gleichgewicht kommt und wieder hineingebracht werden muss, die sind eben auch ein Ausdruck ihrer Schöpfungszugewandtheit. Das ist für die damalige Zeit auch ein Novum. Aber wenn man es genau nimmt, sagte ich ja konservative Revolutionärin, eigentlich ein Ding, was wenn sie die Bibel genau gelesen hätten, auch immer gelesen hätten, wenn sie es auch so gelesen hätten. Aber sie haben eben das durch eine Brille gelesen und Hildegard hat sozusagen diese Brille abgenommen und den Blick mal wieder geschärft für das, was eigentlich auch sowohl in der Bibel steht, was auch eigentlich Schöpfungsordnung ist. Die ist ja nicht verderblich, also sie ist ja nicht böse, sondern sie ist eben eine notwendige Voraussetzung unseres Lebens. Und auch im Kloster kann man ja nicht nur im Himmel leben, sondern lebt ja auch auf der Erde. Und Benedikt, das mal vielleicht zu kurz zum Schluss, bevor wir vielleicht dann noch auf den Trailer sehen könnten, auch Benedikt hat ja in seiner Regel auch da eine ausgewogene Mischung. Er spricht in 12 Kapiteln über den Gottesdienst, er spricht im nächsten Kapitel dann genauso über die Ordnung des täglichen Lebens, über die Behandlung des Klostergutes, wie geht man mit den Sachen um, die einem anvertraut sind, und mit den Werkzeugen, wie ist die Kleidung, wie ist das Essen, was auf den Tisch kommen soll und so. Also man kann sagen, Hildegard sieht eben beides in dieser Ausgewogenheit, die Beine auf der Erde und den Kopf im Himmel. Und das ist eigentlich, wie gesagt, es ist für die damalige Zeit immer wieder revolutionär. Das ist auch heute immer wieder, weil Hildegard bringt uns wieder auf den Punkt zurück, der eigentlich die Mitte des Christentums ausmacht. Nicht? Denn für sie ist natürlich als Mystikerin ganz wichtig die Gestalt des Jesus Christus, von dem es ja heißt, er war Gott und Mensch zugleich. Also wie gesagt, beides gehört zusammen, Erde und Himmel. Das hat Hildegard wieder zusammengebracht. Gut, danke schön. Oder was Hildegard uns heute noch sagen kann, ich würde mir wünschen, dass wir auch heute noch mehr dazu kommen, dass sich Männer und Frauen auf Augenhöhe begegnen. Ich bin bei Lisa und trotzdem bin ich keine Emanze. Ne? Also gehöre ich bestimmt nicht zu den Frauen, die man so als Emanze bezeichnet. Ich möchte gerne, dass Frauen und Männer gemeinsam das Beste für das Leben tun, für uns alle tun, für unsere Kinder tun. Und ich denke, das hat in Hildegard von Bingen als Frau auch drin gesteckt, dass sie für das Leben gewesen ist. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, sie hat das eben nicht so wie ihre Lehrerin, die Jutta von Sponheim gesehen, dass man sich knechten und geißeln und was weiß ich alles muss. Sie ist immer für das Leben eingetreten. Und das hat sie auch versucht, den Männern klarzumachen. Und das wünsche ich mir auch für die heutige Zeit, dass Frauen immer selbstbewusst, aber nicht gegen die Männer, sondern mit den Männern gemeinsam sich für was Positives einsetzen. Gut, ich habe hier ein Wort. Eine Wortmeldung aus dem Publikum. Wenn man so welche Veranstaltungen fährt, dann beschäftigt man sich ja mit den Problemen ein bisschen. Und für mich sind zwei Frauen entscheidend, gerade in der christlichen Welt. Das ist die Hildegard von Bingen, die sich durchgesetzt hat gegen eine von Scholastik geprägte Männerwelt. Und die Elisabeth von Thüringen, die soziale Welt gedrückt hat. Hildegard von Bingen hat sich von der sogenannten, von der Askese etwas losgesagt, aber ja trotzdem Askese. Ja, die Geißelei, all diese ganzen erschreckenden Ergebnisse des Mittelalters, was ja nicht finster war. Und wenn man sich in meinen Bücherschrank gucke, oder in meinen, da finde ich dann von Hildegard von Bingen Bücher über Kosmetik, Bücher über Medizin. Also, nenne mir mal eine Frau aus dem tiefsten Mittelalter, wo die heute noch so klar und deutlich hinüber ist.
Ich würde sagen, Hildegard von Bingen war zwar eine Frau in ihrer Zeit, die Frauen vertreten hat, aber die war auch ein Kind ihrer Zeit. Und wenn ich die Schriftstellerin Schuda, Rosemarie Schuda, die ja viel was in der Alter geschrieben hat, mal an Zeugenschaft nehmen will, du hattest viele Frauen in der Alter eben, die aktiv waren, denken wir mal an den Bauernkrieg und ähnliche mehr. Aber Hildegard von Bingen ist wirklich eine Lichtgestalt, muss man schon mal so sagen. Und du hast schon vollkommen recht, die war auch eine Manze. Aber sie hat natürlich auch die Lesbotie überbetont. Was ein Klöster ganz normal war. Ich weiß den Begriff, aber jetzt nicht. Lesbotie. Ja. Und, aber es sind zeitbedingte Dinge, die man nicht auf heute beziehen sollte. Aber wie sieht die heutige Welt aus? Wenn dann alles in einer Scheiße sitzt, Krieg, Unfrieden, wer zieht die Geschichte aus dem Dreck? Das sind meistens die Frauen. Ganz einfach, weil sie gefühlsbetonter sind. Ja, zwar machtbetont, aber gefühlsbetonter. Also wir können eine Menge davon lernen, das sind unsere heute Zeit, unsere eigene Partei. Das möchte ich mal so sehen. Und da mache ich als Macho immer gute Beziehungen zu den Frauen. Meine Mutter hat mich geboren unter schwierigen Umständen. Frauen haben mich immer wieder überzeugt und haben letztendlich mir auch meine Fehler verziehen. Das ist wahrscheinlich, was wir von Hildegard von Bingen lernen können, dass er rein menschlich gehandelt hat. Dass er das Urchristentum, das was der Gregor so angeschnitten hat, was siehst du den Splitter im Augen deines Gegners und übersiehst den Balken im Auge. Die Bergpredigt, für wahre Münze genommen. All diese Dinge. Nicht die Kirche als reinen Organisationsstaat gesehen hat, hatten genutzt, aber ihre Ideen eingebracht. Das ist meine persönliche Überzeugung zu der Frage von den Dingen. Gut, danke schön, Heinrich. Ich denke, wir haben jetzt also nochmal eine Ergänzung gehabt, aber auch seine ganz persönliche Auffassung. Bitte schön. Ich habe mit der Vision ein bisschen ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn eine Vision ist eine Sache, eine Aussage, die behaupte ich ganz einfach und hole mir dann noch, indem ich sage, das ist von ganz weit oben gekommen, sagen wir mal so wie ein bisschen den Rückenhalt. Und das ist auch ein Rückenhalt, den ich mir nichts belegen kann. Ich kann im Prinzip jeden Gedanken als Vision verkaufen und mit der Behauptung, dass ich diesen Rückenhalt hätte. Und das gefällt mir ehrlich gesagt, ich bin Techniker. Ich muss alles, was ich behaupte, muss ich irgendwie belegen. Ja, das ist bei uns Grundvoraussetzung. Ansonsten käme ein Fernsehapparat irgendwie zustande. Gut, sehr interessante Frage. Gregor, jetzt bist du dran, ne? Ja, ja. Also, das ist natürlich, wir kommen natürlich hier auf eine diffizile Ebene. Also, es ist halt so, wir sind natürlich gewohnt, alles durch den Filter unseres Verstandes laufen zu lassen. Das ist natürlich auch sehr gut. Hat natürlich auch unsere Zivilisation vorangebracht und hat natürlich auch dazu geführt, dass man alles für machbar hält. So, und da man alles machen kann, kann man auch alles kaputt machen. So einfach ist das nämlich. Und wenn der Mensch nicht mehr anerkennt, dass es eben auch verschiedene Ebenen, also verschiedene Seitsebenen gibt. Der Verstand ist eben nur eine Ebene. Die Vision ist etwas, was nicht verfügbar ist. Ja, das ist natürlich, wenn wir jetzt mal schauen, Prophetie, das ist ein schwieriges Kapitel. Wenn wir im Alten Testament sehen, im Neuen auch, haben Propheten Visionen. Das ist nicht unbedingt, nicht bei allen, aber es ist bei vielen so. Visionen sind deutliche, bildhafte Eindrücke, die dort erlebt werden. Und das ist eben eine Ebene, die sich der verstandesmäßigen Zugänglichkeit entzieht. Das ist richtig. Das ist es trotzdem eine Ebene, die vorhanden ist. Also wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann gehen wir mal davon aus, dass neben wirtschaftlichen Gründen auch sowas mitschwingt wie Liebe. Wie wollen wir das bitte sehr definieren? Wie wollen wir das jetzt festhalten, vielleicht mit dem Apparat messen? Das geht ja auch nicht. Ja, also ich sage ein dummes Beispiel, aber es ist ein Beispiel dafür, dass es Ebenen im menschlichen Leben gibt, die nicht verfügbar sind.
jeder von uns weiß, dass er irgendwann sterben muss, ob er das will oder nicht will. Auch das ist eine Ebene, die für uns, so schmerzlich sie ist, nicht verfügbar ist. Und Gott ist auch nicht verfügbar. Und auch eine Vision ist nicht verfügbar. Und den Eindruck, den Hildegard dort beschreibt, in ihrer Vision, stimmt also eins zu eins mit dem überein, was in der Bibel auch an den Propheten an Visionen beschrieben wird. Und das war ein ganz wichtiges, das war übrigens der entscheidende und ausschlaggebende Punkt, dass Hildegard überhaupt öffentlich auftreten konnte. Denn die Frau hätte sonst in der Kirche nicht auf die Kanzel steigen und eine Predigt halten dürfen. Das hat Hildegard wahrscheinlich so auch gar nicht gemacht. Weil Hildegard ist trotzdem öffentlich aufgetreten. Sie ist nämlich als Prophetin aufgetreten und hat damit einen ganz anderen Zugang zu den Menschen gehabt. Deswegen konnte sie auch einem Kaiser sagen, sozusagen dem Kaiser mal Kritik um die Ohren hauen. Sie hat auch Kirchenmännern, auch hochstehenden Kirchenmännern, ganz harsche Briefe geschrieben. Sie hat auch dem Volk ganz harsche Predigten gehalten. Das ist nicht so, dass sie da bloß die Liebe war, wenn man sich das immer vorstellt. So ist der Jesus mit Platschen und so, der immer bis alle Leute streichelt. Und das Christentum müsste ewig so eine Art Streichelreligion sein. Nein, nein, sie hat auch sehr deutlich mal die Missstände der Zeit benannt, so wie das die Propheten auch vorher gemacht haben. Das ist nicht bloß eine freundliche Geschichte gewesen, aber das hat sie nur machen können, weil sie diese Autorität als Prophetin hatte, Prophetissa Teutonica. Und das konnte sie nur, wenn man diese Vision auch für echt gehalten hat. Ja? Also diese nur rationale Ebene ist nämlich auch eine absolute Verflachung, in der wir heute leben. Das möchte ich auch dazu sagen. Wegen der Vision. Ich meine, damals denke ich mal, zählte auch noch mehr das Wort eines Menschen. Und wenn ich heute jemandem was verspreche, oder allgemein, wenn ich zur Bank gehe und ich will mal 10.000 Euro haben und sage, ich verspreche und gebe ihnen das, ich nehme es auch wieder zurück, dann sage ich, in dem Moment mal, ich hole mal das Kampf sicher. Nach und so weiter. Ich muss immer alles nachgeprüft werden, muss auch immer Belege und Beweise für alles Mögliche. Und das Wort zählt heutzutage eigentlich eher geringer. In der damaligen Zeit war, wo vieles so überhaupt möglich war und kaum mehr schriftlich, das Wort hat einen hohen Stellenwert. Und wenn jemand jetzt gesagt hat, ich hatte Vision, dass nie jemand wirklich, bezweifelt vielleicht schon erstmal und sucht, aber wird dann auch eingenommen, denke ich mal. Ich denke mal zum Thema Vision, es gibt ja auch was wie Intuition hat. Ja, Mensch, habe ich ein Gefühl, das könnte so sein. Und das ist, wo ich beweisen kann, dann ist es tatsächlich so. Ja, aber ich denke gerade an jemanden, auf jeden Fall ruft er mich an, das gibt es ja auch. Und das kann ich mir auch nicht erklären, das ist aber selber schon erlebt. Und frage mich auch, wie das kommt, aber ich kann es nur so beweisen, ich kann es nur so nach, technisch nachvollziehen. Das andere, was ich bloß als Frage hatte, Gemeinschaftsklöster gab es damals. Gab es damals mal Gemeinschaftsklöster oder einzelne? Weil das steht ja schon ein Problem da. Ich meine, wir sind letztendlich auch als Menschen, ne? Immer Frauen und dass da irgendwie mal in Kontakt zustande kommt. Das kann man ganz kurz erklären, das waren Doppelklöster. Das war ein Männerkloster und getrennt davon ein Frauenkloster. Aber die waren eben räumlich zusammen. Also als Hildegard angefangen hat, war das so, da war ein Männerkloster und an diesem war angebaut eine Klause. Und da gab es die Inklusin. Also es waren, gibt es auch in Helmstedt auch eine schöne Kirche, da gab es auch im Mittelalter eine Inklusin, die lebte dort und dann sammelten sich halt auch weitere Frauen und die waren zwar räumlich getrennt, haben durch so ein Gitter an Chorgebet der Mönche teilnehmen können, aber der Kontakt wurde schon versucht, weil man natürlich wusste, dass es auch manchmal schief geht, zu trennen. Aber manchmal ist es eben auch hier nicht, hat es eben nicht geklappt. Ja, ich habe noch nicht verstanden, welche Visionen Hildegard von Bingen hatte. Ich denke, in unserer heutigen Zeit werden Visionen immer wichtiger, weil in unserer Konsumgesellschaft es sehr schnell um Verbrauch, um Materielles geht. Aber weniger um die Vorstellung, wie soll in Zukunft einmal das Zusammenleben der Menschen aussehen? Also in welche Gesellschaft wollen wir eigentlich gehen? Hat sie in dieser Richtung Visionen gehabt? Also ich habe jetzt verstanden, ihre Vision war zur Natur. Also Nutzen der Natur, Kräuter, Nutzen der medizinischen Wissens aus ihrer Vergangenheit. Das sollten wir vielleicht auch in die heutige Zeit weitersetzen. Ne?
und so weiter. Also welche Vision hatte sie und was heißt das für uns heute? Das teilen sich beide, also Ecke, ja. Also so wie ich das rausgelesen habe bei allem, was ich mir so innerhalb der letzten Wochen über Hildegard von Bingen angeeignet habe, das muss ich auch mal sagen, ich bin doch nicht die große Expertin. Ne? Die Vorbereitung auf diese Veranstaltung ist meine Lernzeit, ne, zu Hildegard von Bingen gewesen, und ich finde es eine ganz tolle Frau. Was ich zu den Visionen rausgelesen habe, sie hat sehr unterschiedliche Visionen gehabt. Sie hat diese Visionen gehabt, die der Gregor vorhin schon beschrieben hat, wo dann auch ihre drei großen theologischen Werke draußen standen. Sie hat aber auch ganz praktische Visionen gehabt. Und dort spielt wieder das rein, was ich vorhin zu ihrem Leben auch schon gesagt habe. Sie ist als Kind oft krank gewesen. Sie ist auch später dann noch in ihrem Leben, hat sie es einfach aufs Krankenlager gezwungen, so ist es zumindest übermittelt. Und das hatte immer was damit zu tun, wenn sie einer Vision, die sie hatte, auch einer ganz alltäglichen Vision, nicht nachgegangen ist, wenn sie die nicht aufgegriffen hat. Und ein Beispiel dafür war, kurz bevor sie die Umzugspläne oder die Auszugspläne aus die ISO Bodenberg eben zugelassen hat sozusagen. Davor ist sie auch wieder krank gewesen, und sie beschreibt das so, als ich das, was ich dort geschaut habe, wieder im Licht, als ich das zugelassen habe, dort wurde mir gesagt, ich soll mit meinen Schwestern an einen anderen Ort gehen. Sie beschreibt dann, ich könnte es hier finden, muss ich nicht machen, auch dann genau, dass ihr schon gesagt wurde, wie dieser Ort aussehen soll und wo dieser Ort sein soll. Ne? Und in dem Moment, wo sie diesem Schauen, diesem inneren Schauen nachgegeben hat, ist sie wieder gesund geworden, und dann ist sie so tatkräftig geworden, wie ich es vorhin beschrieben habe. Auch solche Visionen hat sie gehabt. Ja, es ist so, es ist vielleicht ein bisschen zu verkürzt rausgekommen. Es bezieht sich jetzt nicht nur auf heilkundliche Dinge. Diese Visionen, die sie hat, sind natürlich, sagen wir es mal sagen, kosmologische Dinge auch. Und das sind natürlich auch Dinge der Heilsgeschichte. Der Heilsgeschichte auch. Ne? Also vom Beginn der Schöpfung bis zur Neuschöpfung. Also das sind Visionen, die man jetzt im Einzelnen, da müsste ich jetzt eine ganze Menge vorlesen, ne? Also so einen grünen Berg oder auch die Vision über Engelschöre, die verschiedenen Engelschöre, das sind durchaus, naja, ich muss sagen, theologische Visionen, kann man es vielleicht nicht nennen, aber es sind Visionen, die den Blick öffnen in eine andere Welt und die sie eben sehen lässt, die sie Dinge sehen lässt, die dem normalen Auge verschlossen sind. Das bezieht sich aber auf heilsgeschichtliche Ereignisse. Also nicht jetzt nur auf solche praktischen Dinge, es ist beides. Und aus dieser Begegnung heraus wird sie natürlich dann auch dazu geführt, auch wieder ganz praktisch auf die Erde zu kommen. Also was den heilkundlichen Dinge dann betrifft. Aber das ist jetzt nicht ausschließlich. Also ganz im Gegenteil, im Buch Skibias, was ja eigentlich eines der wichtigsten ist, gibt eigentlich drei Bücher, die wichtig sind. Das ist einmal das Buch Skibias, dann also über die Verdienste und Werke, und das dritte über, jetzt kann ich im Kopf, also noch ein drittes, da geht es schon um heilsgeschichtliche Dinge. Ja. Aber es ist halt eben keine, was ich am Anfang sage, keine Dogmatik, womit man jetzt, also wo man das abbuchstabieren kann mit Katechismus, was man dann auswendig lernt und dann im ersten Examen auch sagen muss, das ist es halt nicht. Ja. Gut. Gibt es weitere Fragen oder auch Meinungen dazu? Vielleicht könntest du noch ein bisschen was zu den heilkundlichen Erfahrungen oder auch Überlegung von Hildegard sagen, was vielleicht in der heutigen Zeit auch wieder ganz interessant ist, wo wir doch auf viele dieser Dinge wieder zurückgreifen. Ja, na, dazu habe ich auch sehr viel gefunden, und das ist ja auch, denke ich mal, der Bereich, über den Hildegard den meisten Menschen bekannt ist. Was ich dort auch sehr interessant fand und genauso wie es hier steht, erstaunlich ist, dass die heutige Wissenschaft die Erkenntnisse und Heilmethoden der Mystikerin im hohen Umfang, nämlich zu über 80%, bestätigt. Also das, was sie schon zu ihrer Zeit rausgefunden hat, und dort sage ich auch wieder, ja, es soll ihr auch über Visionen
zugefallen sein sozusagen, aber dort ist ja auch wieder praktisch geworden. Dort hat sie es dann auch selber ausprobiert, sie hat angebaut, also selber auch Kräutergärten, also Klostergarten in ihrem Kloster gehabt und auch vorher schon in diesem Bodenberg. Und sie hat es auch selber ausprobiert. Dort hat sie wieder beides verbunden, ne? So wie der Gregor jetzt gesagt hat, dann auch wieder mit den Füßen auf die Erde gekommen. Ja, das fand ich aber toll, dass so über 80% sogar bestätigt werden. Manche Beobachter behaupten, dass bei den übrigen 20% möglicherweise die Forscher noch nicht so weit sind. Also, das, ja, dass wir in der heutigen Zeit noch nicht so weit sind wie die Hildegard vor 500 Jahren. Ne? Ja. Was für mich auch ganz wichtig ist, dass es ihr eben ganzheitliches Herangehen. Und dort kann ich sie auch wieder nur zitieren. Hildegard sah in der ganzen Schöpfung, in den Pflanzen, Tieren und sogar, nee, das ist doch kein Zitat, sogar in den Stein heilsame, geheime Heilkräfte verborgen. Das schöpferische System erschien ihr von höchster Intelligenz entworfen. Hildegards ganzheitliches Heilen umfasst mehrere Fundamente. Sie arbeitet Hand in Hand mit der Natur. Und jetzt kommt's: Lebensmittel sind nicht allein Sattmacher, sondern sie heilt mit ihnen. Und ich denke, davon sind unsere Lebensmittel heute ganz weit weg. Ich weiß nicht, die sind, also was dort in manchen, ne, in diesen fast künstlich hergestellten Lebensmitteln sind bestimmt nicht mehr sehr viele, das sind nur noch Sattmacher, ne? Keine Inhaltsstoffe mehr, die zu einer gesunden Ernährung gehören. Ja, das ist das, was ich denke, was uns die Hildegard von Bingen auch für heute wieder ganz eindringlich sagen sollte, dass man eben nicht so viel Fertiggerichte, nicht so viel Fastfood, sondern dass man aus den, also die ganzen natürlichen Zutaten doch versucht wieder selber zuzubereiten. Ja, und was ich ganz persönlich mache, dort wo ich wohne, haben wir einen großen Garten und ich versuche möglichst viel für die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, in dem Garten selber anzubauen, dass wir den Salat eben ganz frisch aus dem Garten holen können. Die Erdbeeren, die schmecken auch viel toller. Und auch das habe ich bei Hildegard von Bingen gelesen, dass man nicht länger als eine halbe Stunde nach dem Ernten die, ne, das Geerntete essen soll, sonst sind schon wieder über 50% von den wichtigen Inhaltsstoffen raus. Ne? Ja, ich habe ein paar, ja, wie Sie, das geht vielleicht schon wieder zu weit, auch ein paar ganz konkrete Beispiele gefunden, die umwerfend sind, was, ne, Hildegard von Bingen so betrifft. Den Maitrunk kennen etliche von euch? Nee. Der Maitrunk, nee, nicht. Auf Weinbasis mit Frühlingswermut und Honig zubereitet, ist der Maitrunk, wenn man ihn von Mai bis Oktober regelmäßig einnimmt, dann löst der so eine heilende Ketten, oder die kann der so einer Kettenreaktion entgegenwirken, die bei vielen Menschen eben auftritt. Maitrunk ist, wirkt gegen Verkalkung, Arterienverkalkung, ja genau, dagegen wirkt er so. Und diese Arterienverkalkung, die wird ausgelöst, wenn die Nieren nicht mehr ordentlich den Körper eben entgiften können und so weiter. Und dort setzt der Maitrunk an. Der Maitrunk entgiftet den Körper wieder und damit auch wieder Vorbeugung gegen Arteriosklerose und so weiter. Und Menschen, die das heute noch ausprobieren, sagen, es hilft wirklich. So, das ja. Okay, wir haben also Frau Dr. Eiser auch ordentlich nicken sehen. Es scheint zu stimmen, was du hier sagst. Aber ich habe irgendwie noch eine Frage. Ich habe auch hingeguckt. Einfach mal das, was ich aufgeschrieben habe. Jetzt höre ich halt auch noch eine Frage. Der wird immer von seinen Töchtern gequält. Genau. Ich hab zwei Fragen. Und zwar, erste Frage, kann man vielleicht Hildegard von Bingen mit Margot Käßmann vergleichen? Margot Käßmann hat ja auch, sage ich mal, mal anerkannt, Ratsvorsitzende hat geäußert, in Afghanistan gibt es nichts Gutes. Dann kam diese Fahrt unter Alkohol hinzu. Männern wäre das vielleicht verziehen worden, aber ihr natürlich nicht. Wo ich mir die Frage stelle, war sie auch so ein bisschen anerkannt, widerspenstig, aber
in den ganzen kirchlichen Hierarchieorganen waren da Männer, die sagten, hier wird uns jemand zu groß. War das vielleicht ein Thema? Also so die Frage, gibt es da vielleicht Parallelen? Kann man das vielleicht? Na, bitte. Naja. Euer ganz moderne Dinge hier. Also, ich will ja nun der guten Frau Kessmann nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass man es wohl nicht vergleichen kann. Naja, gut, also das möchte dann jeder selber beurteilen, ich hätte damit Probleme. Also was man natürlich sagen muss, ist das Folgendes. Die Zeit war natürlich ein bisschen noch eine andere. Also ich sagte ja schon, Hildegard wäre, als wenn sie nicht diese Stellung oder diese, sagen wir mal, diesen Nimbus als Prophetin gehabt hätte, hätte sie es sehr schwer gehabt. Hätte sie sich sicherlich nicht durchsetzen können. Sie hat natürlich mit Sicherheit in diesem Film, den wir so ansatzweise gesehen haben, kommt das so ein bisschen raus, mit Sicherheit auch ihre Neider gehabt. Das letztes Lebensjahr war das so, dass sie im Grunde genommen dort das Mainzer Domkapitel, wir würden heute sagen, kleingestrickte Kirchenbürokraten das Leben schwer gemacht haben. Also sie musste erst höheren Orts intervenieren, damit dort eine Bereinigung der Situation zu ihren Gunsten geschah. Ob die Margot Kessmann als Prophetissa Teutonica, das möchte ich ihm selber überlassen. Ich denke schon, dass es da auch Unterschiede gibt und dass man das sicherlich nicht eins zu eins vergleichen kann. Also meine persönliche Meinung, ich hätte da meine Probleme damit. Ne? Wie gesagt, also es ist Margot Kessmann natürlich ganz hoch anzurechnen, dass sie da mal ein deutliches Wort auch zu dem Krieg in Afghanistan gefunden hat von kirchlicher Seite. Ich würde eigentlich auch mehr prophetische Männer und Frauen in der Kirche wünschen. Das prophetische Amt der Kirche ist ja eines der drei Ämter, ist nach der Lehre, kommt immer zu kurz, sollte da schon deutlicher was gesagt werden. Aber ich denke, das sind wahrscheinlich auch auf verschiedene Ebenen heute zu beachten. Sicherlich ist Margot Kessmann, hat sie dort Mut bewiesen und ist sicherlich auch von ihren Auftritten her durchaus eine mutige Frau. Das muss man schon sagen. Ob man sie vergleichen kann, das muss jeder selber entscheiden. Okay. So, gibt es noch weitere Fragen oder Meinungsäußerungen? Wenn ich nicht sehe, vielleicht sollten wir mit der Musik von Uwe X mal kurz einschieben. Ja, dann sehen wir und mal. Und dann hören wir uns, machen wir noch eine kleine letzte Runde, ne? Ja. Ich habe mal bitte noch eine Frage. Gut. Was wir an für sich bei der Biologie. Entschuldigung. Mach nochmal aus. Lass mal die Frage zu. Was wir an für sich bei der Biografie von Viktor Kriegel zu kurz gekommen ist, ich aber als Ursache ansehe, dass Sie als Mädchen, als junge Dame, und Elisabeth Fürsten ins Kloster gegangen ist, schon ein sehr gutes, ausgereiftes Wissen hat. Und nur mit einem sehr guten geistlichen Wissen, ob kirchlich oder weltlich, das sei jetzt mal dahingestellt, kann sich eine Vision entwickeln. Und das kam mir zu kurz. Und der Hinweis oder die Frage, die es jetzt gerade in der Franzesmann, ich sage, ich habe es vor uns gehabt, einzuwenden und sagen, ja, ich sehe so eine Zusammenhänge. Und dass die Hildegard von Bingen es auch mit den Männern, mit den Kirchenvorstehern etc. mit ihrem Wissen kein rechtes Spiel hatte. Und dass sie auch mit vielen Bällen ins Abseits gedrückt wurde. Aber aufgrund ihres Wissens, ihrer Vision wieder zurückfand auf das Spielfeld. Da muss ich schon sagen, man kann Gleichnisse in der jungen Vergangenheit, sprich Clara Zetkin oder Rosa Luxemburg, kann man schon eine kleine Parallelität feststellen. Natürlich hat jede Persönlichkeit eine gewisse Ausübung. Das würde ich schon dazu mal zu der gesamten Darstellung
würde ich das nochmal bitte dazu ergänzen. Ja, ganz kurz, wenn das zu kurz gekommen ist, sie hat natürlich im Kloster dann auch eine Ausbildung gekriegt. Ne? Vorher schon gekriegt. Die hat die Ausbildung, also die ist, also das, also ich kann doch wieder nur sagen, was ich weiß, was ich mir angelesen habe, dort weiß ich, dass die nur wenige Jahre ältere Jutta von Sponheim, dass das so ein Beispiel gewesen ist, dass so eine junge Adlige schon in ihrem Elternhaus von ihrer Mutter wirklich auch in allem Möglichen unterrichtet worden ist. Und das konnte sie dann, obwohl sie nur wenige Jahre älter gewesen ist als die anderen Mädchen, mit denen sie ins Kloster gekommen ist, das konnte sie an die dann weitergeben. Ne? Also ob die Hildegard zu Hause auch schon, ich weiß es einfach nicht, kann ich nicht sagen. Nein, ne? Entschuldigung bitte. Das muss ich aufpassen, jetzt haben wir ziemlich viele Wortmeldungen dabei. Nur sagen, kann man nicht so einfach nur sagen, so jetzt haben wir alles. Ich habe so das Empfinden, dass Sie eine hochintelligente Frau waren. Das war es auf jeden Fall. Und Intelligenz alleine kriegst du dir auf die Wiege gelegt. Nee. Sondern das kriegst du scheibchenweise, kriegst du das gereicht. Ich habe noch zwei Wortmeldungen, machen wir erstmal hier. Irgendwie habe ich jetzt den Eindruck, entweder bringe ich was durcheinander oder wir wechseln hier ein bisschen was, wenn es jetzt rein um den Begriff Visionen geht. Also ich denke mal, wir arbeiten ja immer mit dem Begriff Vision. Ne? Also wir brauchen gerade wer Unternehmer ist, der braucht eine Vision, wie es weitergeht. Ich denke mal, das ist nicht die Vision, die Sie hatten, die wir hier, das ist eine andere Ebene. Ne? Sondern unter Vision bei Hildegard von Bingen verstehe ich, dass sie da Botschaften aus dem Universum, Gott, wie auch immer, gekriegt hat, also aus einer anderen Bewusstseinsebene. Weil sonst ist es, sonst vermischen wir hier was man nicht vermischen darf. Okay. Da hätten wir noch eine Wortmeldung. Hat sich das jetzt wieder, oder das hätte vorher zum Vorhergehen gepasst. Schließen Sie es noch ein. Ja, kann ich gern tun. Ja, bitte. Das ist ein Beleg, dass die Hildegard von Bingen natürlich zu Hause auch was gelernt hat. Genau. Ich habe meine Vater gehabt, meine Mutter. Und die haben sich natürlich darauf vorbereitet, dass sie später mal die Tätigkeiten, die sie dann als Frau ausüben darf, soll, muss, dass sie die auch richtig ausüben kann. Das ist also Wehen, die Dinge, die damals auf dem Bahnhof eben halt notwendig waren. Und hier ist aber schon vorne, ich war vorhin schon ausgedrückt, dass die Hildegard schon weiter war, gedanklich und auch emotional viel, viel weiter war. Und der das eigentlich nicht gereicht hat, aber sie hat auch kein Angebot bekommen. Und das konnte sie dann erst mit dem Gang ins Kloster, konnte sie ihre Intelligenz wirklich ausleben, indem sie sich Wissen angeeignet hat. Die Bücher wissen, was schon vorhanden war. Ja. Dankeschön. Nehmen wir aber eine wertvolle Ergänzung. Vielleicht mal eine Ergänzung, das ist natürlich der Einbruch bei uns richtig, dass sie natürlich kulturelle Fähigkeiten vermittelt bekommen hat. Also ich weiß, es ist natürlich so, die Vision muss ja auch in Worte gefasst werden, ne? Und muss ja auch irgendwo verbalisiert werden. Das hat sie natürlich schon gelernt. Also sie bezeichnet sich selber zwar immer etwas unter Untertreibung, möchte man mal sagen, als ungelehrt. Das stimmt natürlich so nicht. Sie konnte also lesen und schreiben. Damit hat sie natürlich für die damalige Zeit deutlich über der Masse gestanden. Sie war natürlich, sie konnte auch Latein, die letzten Gebete wurden ja in Latein gesprochen. Und sie kannte sich natürlich in der Bibel aus, sie hat auch die Kirchenväter gekannt. Soweit das schon, man muss natürlich sagen, die Bücherflut war damals ja noch nicht so groß, aber was halt in den Klöstern vorhanden war, hat sie natürlich alles lesen können. Was sie eben nicht hatte, war in dem Sinne ein universitäres oder verschultes Studium. Das hat sie nicht gehabt, dass diese klassischen Dinge, die man da gelernt hat, Dialektik und Arithmetik und Geometrie, also diese klassischen, diese sinnfreien Künste, das hat sie jetzt so als Studentin nicht gehabt. Darauf bezieht sich auch ein bisschen, ich bin ja eine ungelehrte Frau. Das stimmt natürlich, wie gesagt, eben nicht. Sie hat eben die kulturellen Fähigkeiten des Lebens und Lesens und Schreibens durchaus genossen. Ne? Das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung, was ich ja vorhin sagte, dass Himmel und Erde zusammengehören. Es muss natürlich auch alles in dieser Welt mal irgendwo Gestalt annehmen. Ich muss mal sagen, biblisch Fleisch werden, sonst bleibt das ja nur ein hoher Geist. Nicht? Und das gehört beides zusammen. Das hat sie eben auch in ganz wunderbarer Weise
es ist in ihrer Person dann auch zusammengekommen. Und das, denke ich mal, ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch Elke angesprochen hat. Wie ist der Umgang, heute unser Umgang mit der Schöpfung? Ne? Und zu wessen Gunsten werden zum Beispiel Regenwälder abgeholzt und ähnliches? Das sind mal die Fragen, die wir uns vielleicht auch mitnehmen könnten. Weil gerade der Umgang mit der Schöpfung war für Hildegard ein ganz wesentlicher Punkt. Und Elke hat das auch ganz wunderbar ausgeführt. Ne? Gut, Dankeschön. Wenn es noch Fragen gibt, die beiden stehen sicher auch noch zur Verfügung für Einzelgespräche. Aber ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich denke, wir haben den UWX jetzt zum Abschluss gesehen und hoffen, dass es doch noch klappt, dass wir ihn mal hier begrüßen können. Und wir versprechen, wenn wir den singenden Pfarrer herkriegen, dann natürlich in die Gemeinde mit der größten Dorfkirche Deutschlands, wohin sonst anders als nach Grünewalde. Ich denke, da werden wir dran arbeiten, ne? Frau Heiser, da köpfen wir drum. Okay, also recht schönen Dank und ich freue mich, dass Sie uns begleitet haben und ich denke, es war ein anregendes Gespräch und wir sollten auf diesen Spuren bleiben und uns weiter auf den Spuren von Hildegard von Bingen oder anderen großen Persönlichkeiten bewegen und auch mal ganz außerhalb von strenger Politik, von Kommunalpolitik über Landespolitik bis Bundes- oder Europapolitik uns mit solchen Dingen befassen, denn auch das ist wichtig, um die heutige Zeit zu verstehen und die Welt zu verändern. Dankeschön. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und mich recht herzlich bedanken, dass so eine Veranstaltung in Grünewalde zustande gekommen ist. Denken Sie bitte daran, über diese Zeit, die wir heute gesprochen haben, war hier in Grünewalde noch viel Arbeit, denn wir wurden erst 1222 urkundlich erwähnt. Wir waren also damals das beginnende Waldhufendorf. Ich freue mich, dass dieses Wissen, was heute hier reinkam, einmal auch in unser Grünewalder Dorf kommt. Und vielleicht können wir es fortsetzen. Und deshalb danke ich besonders der Initiatorin, der Landtagsabgeordneten, Sie war mal in Grünewalde Lehrer. Genau, es war meine erste Stelle. Vielen Dank. Als ich aus damals Kiew, wo wir immer wieder beim Fußball wären, zurückgekommen bin. Dankeschön.